Besonders wichtig an der Arbeit als Landtagsabgeordneter ist mir das direkte Gespräch, das direkte Zusammensein mit den Menschen, mit den Bürgern. In jedem Bereich meines Wahlkreises, das direkte Gespräch ist das, was mir liegt. Also ich bin häufig in der Region unterwegs, in Firmen unterwegs, unterschiedlicher Couleur. Firma Stahlbau Prena steht im Grunde exemplarisch für viele Firmen in unserer Region und auch exemplarisch dafür, für den wirtschaftlichen Aufschwung der Region, weil die Firma eben vieles am Standort und über den Standort hinaus an Neuansiedlungen begleitet, an Hallenbauten, an anderen Konstruktionen, die mit Stahl zu tun haben. Und insofern ist es mir eben wichtig, solche Firmen zu besuchen, die mit ihrem Engagement nicht nur wirtschaftlich, sondern auch darüber hinaus als Firma sich für die Region einbringen. Ich bin nicht nur Mitglied, sondern auch förderndes Mitglied in vielen Vereinen, ohne dort selbst groß in Vorständen oder anderen Dingen mitzuarbeiten. Aber alles, was mit Sportvereinen zu tun hat, liegt mir unheimlich am Herzen. Ich unterstütze Kanuvereine, Rudervereine und gerade auch den Nachwuchs zu fördern. Auch wenn es mal kleine Probleme mit Verwaltungsgenehmigungen gibt und anderem, dort einfach mitzuhelfen, das ist mir wichtig, damit der Sport für die jungen Menschen in unserer Region angeboten werden kann, damit die jungen Leute etwas haben, womit sie sich dann auch identifizieren können. Mitten in der Gotsche befinden sich die Wächter der Gotsche, die sozusagen als Landschaftskunstprojekt über die künstliche Landschaft und die Kunstlandschaft wachen, die dann auch über die Wildpferde wachen. Ja, und die Wildpferde sind natürlich nicht nur ein Geheimtipp für jeden Touristen, für jeden Radfahrer, der in die Gotsche kommt, sondern sie sind natürlich auch ein ganz wichtiges Bindeglied zu den Bürgern, zu den Menschen und auch vor allen Dingen zu den jungen Menschen, zu den Schulklassen, die ihren Wandertag zum Arboretum machen, dann die Wildpferde besuchen, sich Flora und Fauna innerhalb der Gotsche zu Gemüte führen. Vermitteln, das, was wir machen in Magdeburg, Politik vermitteln, das ist ja das, was immer wieder gefordert wird und das ist das, was mir Spaß macht, Themen aufnehmen, verarbeiten, mitnehmen, Lösungswege suchen und finden für Probleme, die vorliegen, das ist mein Hauptaugenmerk und das, was mir am meisten Spaß macht und auch am meisten Freude bringt und deswegen bin ich so viel im Wahlkreis unterwegs. Politik war für mich Hobby, jetzt ist es Beruf und mir ist es völlig klar, dass ich nicht die Welt selber verändern kann, aber zumindest so ein kleines Mosaiksteinchen dafür mitzusorgen, dass dieses Mosaiksteinchen passt und ordentlich loszulegen und wirklich etwas zu tun und zu machen, was am Ende dann auch abrechenbar ist.